Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe von Gamescom TV 2011. Heute auch wieder mit Annika Hansen. Ganz genau, der eine Tag Pause, der hat mir gut getan, Nino. Morgen, da legt die Messe richtig los, da werden die Tore für jedermann geöffnet, da können alle Zocker und Spieler vorbeikommen. Heute war aber schon Presse- und Fachbesuchertag und da gab es auch einiges zu entdecken. Und was genau wir erlebt haben, das seht ihr heute. Anlässlich von Uncharted 3 gibt es eine ziemlich coole Aktion. Die Presseleute, die einen Termin bei Sony haben, die müssen nämlich nicht ins Business Center laufen. Nee, die setzen sich ganz entspannt auf ein Kamel und dürfen bis vor den Haupteingang reiten. Hey, Akashim! Hey! So, während Annika auf ihrem Kamel unterwegs ist, um Halle 7 aufzusuchen, dort gibt es nämlich unter anderem den Stand von Uncharted 3, Drake's Deception, habe ich mir mal Guido Alt von Sony geschnappt. Hallo, Herr Alt. Hallo. Und jetzt mal eine Frage, also dass Sony sich mit Spielen auskennt, das sollte jeder wissen, der was mit Videospielen zu tun hat. Dass ihr jetzt aber auch plötzlich Kamelzüchter in euren Reihen habt, das ist neu. Wie kam es denn dazu? Ja, wir wollten natürlich die neueste Version von Uncharted hier haben und da haben wir mal eben kurz Drakes Karawane gekidnappt und die sind direkt hier rüber geritten, um hier den neuesten Code zum Messestand zu bringen. Was können wir denn erwarten von Uncharted 3? Ja, schlicht und ergreifend die teuerste und beste Produktion, die es je in der Spielewelt gegeben hat. Wir haben in Culver City das größte und modernste Motion Capture Studio aufgebaut. Also wir reden hier von einem Spiel, das Hollywood-Dimensionen hat, vom Budget her wie auch von der Technik und einfach das beste PS3-Spiel ist, was dieses Jahr auf den Markt kommen wird. Da sind wir gespannt. Ihr könnt Uncharted 3 Drake's Deception erleben auf der Gamescom in Halle 7. Vielen Dank, Herr Alt. Viel Spaß auf der Gamescom 2011. Ich hab zu danken. So, ich wollte mich eigentlich mit der Annika hier treffen, aber keine Ahnung, wo sie wieder abgeblieben ist. Ah, Tag, Frau Hansen. Ich musste noch eine Runde mit dem Kashim durch die Gegend galoppieren. Verstehe. Schön, dass du jetzt da bist, denn heute ist ja Presse- und Fachbesuchertag auf der Gamescom 2011. Das hier hinter uns, das ist übrigens das Business Center. Hier bekommen die Journalisten unter anderem ihre Badges. Außerdem findet ganz viel Behind the Scenes statt. Es werden Gespräche geführt und Termine gemacht und es können Games angespielt werden, die für die Öffentlichkeit noch nicht zugänglich sind. Aber genau dafür sind wir ja da, deswegen schleichen wir uns jetzt mal rein und nehmen euch mal mit ins Business Center. Nee, überhaupt nichts. Wir sind hier im Businessbereich von Blizzard Entertainment. Hier wird ganz viel gequatscht und verhandelt. Und trotz seines straffen Terminkalenders haben wir jemand ganz Besonderes für euch vor die Kamera geholt. Ganz genau. Die Rede ist vom Firmengründer von Blizzard Entertainment, Frank Pierce. Mr. Pierce, nice to meet you. Pleasure. My pleasure. So, what do you expect of the Gamescom 2011? And what can people, the players, expect of the lineup from Blizzard Entertainment this year? Sure. So, I mean, Gamescom is a huge event. It's one of the biggest in the industry around the world, and you know, hundreds of thousands of people gather to see everything that's going on in the industry from all the publishers from everywhere. We're showing Diablo 3, which I think is definitely the most exciting aspect of what we're showing. We're also showing off StarCraft II: Heart of the Swarm, which is our first expansion. You know, we've got people playing World of Warcraft, but we're not talking about anything specific as it relates to World of Warcraft this week. That's nearly as exciting as, you know, Heart of the Swarm and Diablo 3. All right, sounds exciting. Diablo 3, StarCraft 2, World of Warcraft und so weiter bei Blizzard Entertainment. Ist einiges geboten. Mr. Pierce, thank you very much and enjoy the show. Thank you. So, wir sind jetzt hier im Business Center beim Capcom-Stand. Der junge Mann hier neben mir, das ist kein anderer als der Street Fighter-Erfinder Ono-san. Der ist ein bisschen kaputt. Konnichiwa, Ono-san. Ogenki desu ka? I'm very tired.
Okay, also ich habe ihn auf Japanisch gefragt, wie es ihm geht. Er ist ein bisschen müde und das hat einen ganz einfachen Grund, denn Ono-san war gestern schon in Köln zusammen mit dem Cheferfinder von Tekken. Und zwar waren die Herren im Haxenhaus zugange. Das ist ein Restaurant am Rheinufer, das ist so ein bisschen im bayerischen Stil gehalten. Und ihr denkt jetzt bestimmt, ja, dann haben sie sich bestimmt gebettelt im kommenden Titel Street Fighter Cross Tekken. Weit gefehlt, die beiden haben sich auf ganz andere Art und Weise geclasht, nämlich in Disziplinen wie Brezelweitwurf, Nagel in den Holzpflock hämmern und so weiter, Maßkrugstellen. Und ich glaube vor allem das Maßkrugstemmen, das Ono-san auch gewonnen hat, hat ihn jetzt so ein bisschen fertig gemacht. Ono-san, arigatou gozaimasu. Thank you. Hello, Carl. Welcome to Gamescom TV. Visit Street Fighter Cross Tekken at Hall 6. 6, but you suck. You suck too. You suck. Auf der Gamescom weiß man nie, wer einem über den Weg läuft. Die Promis geben sich praktisch die Klinke in die Hand und der Nino hat schon wieder jemanden vor die Kamera geschleppt. Ja, und Promi, das ist noch ein bisschen untertrieben. Es ist mir eine große Ehre, Mr. John Ricciatello vorstellen zu dürfen, der CEO von Electronic Arts. Mr. Ricciatello, nice to meet you. My pleasure. So, how are you doing in Germany? That's fabulous. I love Gamescom. All right. And what do you expect of the Gamescom 2011? Well, first off, hundreds of thousands of people are going to see our games. That's probably the best, because we really love our games lineup. Whether it's Battlefield 3, or it's Star Wars The Old Republic, Need for Speed, Sims, or FIFA, these are great products, and getting a couple hundred thousand people to take a look at them, it's exactly why we're here. Okay, I'm a huge FIFA fan. What's your personal favorite this year? You know, I try not to pick favorites of my children. So, you know, personally, of all the games that we're showing on the floor today, I'll probably play Mass Effect more than any of them in terms of time. But I was playing Sim Social this morning, so, you know, I get around and try a lot of them. I love FIFA as well. All right, what can people expect of the Kinect support of Mass Effect 3? Well, Kinect support is mostly voice commands. So in Mass Effect, you control a party, typically three, and you typically play Commander Shepard, and then you have Miranda, the other characters. And what you can do with voice commands is instead of pausing the game to direct them in terms of where to go, you can tell them where to go while playing fluidly with your controller. So it sort of gives you another way to control the game in a better, more fluid way. It's great, actually, if you try it. All right, we're looking forward to all the EA titles. Wir freuen uns auf alle EA-Titel, die es hier anzuspielen gibt auf der Gamescom 2011 und bedanken uns bei Mr. John Ricciatello. Thank you very much and take care. Thank you. So, wir beenden jetzt unseren Ausflug hier ins Business Center auf der Gamescom am pompösen EA-Stand. Und hier wird natürlich nicht nur gesmalltalkt, Kaffee getrunken und relaxed, nein, hier wird natürlich auch gespielt, ganz klar. Denn Electronic Arts ist mit einigen Krachern in Köln vertreten, wie beispielsweise Battlefield 3 oder auch FIFA 12. Und so fett der Stand hier auch ist, das hat wirklich Spaß gemacht, aber Business machen ist ganz schön anstrengend. Und ich bin auch irgendwie von diesem ganzen Kamelreiten noch ziemlich verspannt. Nino, hast eine Lösung für mich, oder? Ja. Komm mit, du mit deinem Kamel, ey. Toll! So, Annika, dann lass du dich mal ein bisschen massieren, ja, die feine Dame. Oh, und ich geh schon mal in die Halle Dank. Und spiele ein bisschen. Genau, ne, du gehst einen Kaffee trinken und wir spielen dann gemeinsam. Ja, genau. Ja, der Nino, der weiß halt, was verspannte Moderatorinnen brauchen. Ich lass mich jetzt ein bisschen durchkneten und dann geht's endlich ans Zocken. Okay. Ja. Rage ist das neue Meisterwerk der legendären Erfinder des Ego-Shooter-Genres id Software. Das Spiel überzeugt mit einer bahnbrechenden Grafik dank der neuen id Tech 5 Engine und ihrer neuartigen Megatexture-Technologie. Mithilfe dieser wegweisenden Entwicklung ist es möglich, die postapokalyptische Welt in einer noch nie dagewesenen Detailtreue darzustellen. Und das bei butterweichen 60 Frames pro Sekunde. In der riesigen offenen Welt erkunden sie Rage nicht nur zu Fuß, sondern haben auch die Möglichkeit, mit ihrem ureigenen Superbuggy durch die Wüste zu heizen, um dabei motorisierte Banditenclans zur Strecke zu bringen oder an tödlichen Rennen teilzunehmen. Auf ihrer Reise begegnen sie einzigartigen Charakteren, meistern abwechslungsreiche Sidequests und folgen einer unglaublich fesselnden Story. Maybe you're the man for the job.
Während sie es mit Banditenbanden und Mutantenhorden aufnehmen, steht ihnen ein ganzes Arsenal an exotischen Waffen und außergewöhnlichen Utensilien wie bumerangartige Wingsticks, selbstgebaute Geschütze, Wachbots und ferngesteuerte Bombenautos zur Verfügung. Rage bietet zahlreiche Spielmodi wie Singleplayer, Koop-Missionen und einen Multiplayer-Modus. Bereits jetzt hat Rage rund 50 Awards und Nominierungen erhalten. Alle Vorbesteller des Actionkrachers freuen sich zudem auf die schmucke und extrem limitierte Anarchy Edition. Also das hier, das kann ich nur jedem empfehlen, der hier den ganzen Tag über die Messe rennt. Das ist super entspannt, aber jetzt wird endlich gespielt. Ich gehe den Nino suchen. Nino, wie sieht's denn vielleicht mal mit einer kleinen Moderation aus? Wir müssen schon noch ein bisschen Gas geben hier. Also erstens, nie mit dem Fahrer sprechen. Und zweitens gebe ich ja hier gerade Gas, wie du sehen kannst. Also von Gas sehe ich wenig, du bist gerade fast vor eine Wand gefahren. Blödsinn, ich bin Erster. Muss jetzt hier weitermachen. Erster, Letzter, total egal. Wir gehen jetzt moderieren. Komm. So, Nino, ich mag Spiele mit einer Knarre. Hier, halt mal. Ja. Jetzt warte mal, also hier gibt es Modern Warfare 3, hier gibt es Battlefield 3. Aber ich möchte Bird Hunt. Und du spielst Remington Great American Bird Hunt. Ja, jetzt mal ohne Witz, aber die Vögel haben dir doch nichts getan. Nee, aber du möchtest doch nicht, dass ich auf dich schieße, oder? Nee, ich bin mal raus. Das war's vom Presse- und Fachbesuchertag. Morgen öffnet die Messe dann die Tore für die breite Masse. Da kann jeder Gamer und Zocker vorbeikommen und ausgiebig spielen. Und ja, wir erwarten brechenvolle Hallen, oder? Ganz genau, denn jetzt im Moment leeren sich die Hallen schon wieder so ein bisschen. Der erste Tag liegt schon fast wieder hinter uns. Morgen, wie die Annika sagt, geht's dann richtig los. Und bereits heute Abend wird noch der Gamescom Award verliehen im Tanzbrunnen in Köln. Da werden wir natürlich dabei oder? Sein. Ja, Logo. Und zeigen euch dann in der morgigen, in der achten Folge von Gamescom TV natürlich den Gewinner. Aber nicht mehr so lang machen, ne? Ich gehe jetzt noch ein paar Hühner abknallen und morgen geht's weiter. Alles klar. Macht's gut, Leute. Bis Tschüss. Morgen. Ciao.